Herzlich willkommen zum Video. Ich heiße Felix und im heutigen Video soll es ein kurzes und wahrscheinlich auch das letzte Update zum Everest-Projekt geben, das jetzt bald ausläuft, beziehungsweise der Großteil meiner Stakes ist jetzt bereits ausgelaufen. Wir springen mal direkt in die Plattform rein, schauen uns das Ganze an. Und zwar ist das eben das Everest-Staking hier für die BNB-Plattform. Und zwar, wie ihr hier seht, ich habe den Großteil meiner Stakes collected, kann jetzt hier heute nochmal einen Stake einsammeln. Das werden wir jetzt hier gleich mal live im Video machen, das Ganze bestätigen. Und ihr seht hier oben auch meine All-Time-Dividenden. Ich habe am Anfang, ich habe das in allen meinen Videos bisher schon erwähnt, 0,25 BNB hier eingezahlt in die Plattform und habe jetzt insgesamt Dividenden erhalten von 0,76. Also ich habe eine Gesamtrendite gefahren von 300%, da man ja sein initiales Investment hier auf diesen Plattformen auch zurückbekommt. Wie ihr seht, ich habe die Token collected, werde diese jetzt auch gleich wieder anlegen. Wir werden das ebenfalls jetzt hier live im Video machen und zwar gebe ich meine 1438 ein. Stake das Ganze für 6 Tage, um mein Risiko zu minimieren, muss das Ganze natürlich wieder auf der MetaMask bestätigen und dann sollten meine Token, wie ihr hier gleich sehen werdet, auch schon wieder in der Plattform gestaked werden. Habe jetzt hier wie gesagt 300% gemacht vom ersten Tag an. Wir sind aktuell an Tag 44, wie ihr hier oben seht. Was ich in diesem Video jetzt auch noch erwähnen wollte, für alle, die quasi jetzt die Plattform verpasst haben, in Anführungszeichen, man kann hier natürlich immer noch einsteigen, da die Stakes eben relativ, beziehungsweise die Dividenden, die hier noch ausgeschüttet werden, relativ gering sind und man ein erhöhtes Risiko eingeht, wenn man jetzt hier noch anfängt, seine BNB zu staken. Allerdings haben die Entwickler dieser Plattform eine neue Plattform rausgebracht und zwar mit dem BUSD-Coin und darauf will ich jetzt noch im weiteren Video eingehen. Ihr seht hier zum Beispiel auch nochmal meine All-Time gestakte Summe, meine Token sind jetzt wieder in der Plattform angelegt und wenn wir die Seite jetzt hier mal aktualisieren, dann seht ihr zum Beispiel auch jetzt hier meinen aktiven Stake, der bald startet und eben an Tag 51 ausläuft und ich hier wieder Dividenden verdienen kann. Jetzt aber wie gesagt zu der neuen Plattform und zwar klicken wir hierfür einmal hier oben drauf und auf dieser Plattform könnt ihr quasi den BUSD Coin staken bzw. diesen eintauschen gegen AVC Token, um eben Dividenden darauf zu erhalten. Ich bin jetzt hier persönlich noch nicht eingestiegen, da diese Plattform bei weitem nicht so gut performt wie die BNB Dividenden Plattform. Allerdings für jeden, der Interesse daran hat, ich habe es in meinen anderen Videos schon mehrfach erklärt, wie diese Plattformen funktionieren. Auch hier nochmal an dieser Stelle, wie funktioniert diese Plattform? Und zwar werden hier täglich Coins, und zwar in diesem Fall die BABC Coins, ausgeschüttet. Es gibt hier immer eine bestimmte Anzahl. Diese Anzahl reduziert sich pro Tag und quasi je geringer diese Anzahl hier ist, desto weniger Coins werden natürlich an die Investoren ausgeschüttet. Heißt, an einem späteren Tag kann man natürlich mit einer kleineren Einzahlung mehr Coins erhalten. Und was auch jedem bewusst sein sollte, je weniger Investoren an einem Tag in dieses Projekt investieren, desto größer ist natürlich dann euer Anteil. Solltet ihr hier, wenn ihr auf den grünen Button geht und die Auktion quasi entert, ich kann euch das einmal zeigen, und hier einmal eure BUSD Coins eingebt. Ihr müsst das Ganze erst approven, da BUSD nicht der Governance Token der Chain ist, der Binance Smart Chain, deswegen müsst ihr das einmal bestätigen und dann im zweiten Schritt eben nochmal das Ganze approven, um eure Coins hier in die Auktion einzutragen. Und sobald die Zeitanzahl hier oben abgelaufen ist, wird euch eure Menge an AVC bzw. BAVC Token zugeteilt und diese könnt ihr dann über die Staking Plattform, wenn ihr hier oben staked, einmal hier eingeben, so wie ich es auch vorher gemacht habe, dann eure Tagesanzahl auswählen. Hier bitte nur eine ganz geringe Tagesanzahl wählen, da ihr sonst ein erhöhtes Risiko habt, falls keine Funds zum Ausschütten mehr verfügbar sind und erhaltet darauf dann eben Dividende ausgeschüttet, die ihr dann quasi hier in euren gesamten Statistiken sehen könnt. Wie gesagt, ich bin selber nicht investiert, deswegen seht ihr jetzt bei mir für die BUSD-Plattform hier keine Statistiken, aber ihr habt es ja vorher beispielsweise für die BNB-Plattform gesehen, wie das Ganze dann ausschauen sollte. Ich werde euch die Links für beide Dividendenplattformen unten in die Beschreibung packen, für alle, die Interesse haben. Wenn ihr über diesen Link hier einsteigt, erhaltet ihr nochmal zusätzliche Coins und ich erhalte einen kleinen Anteil eurer Einzahlung, den ich dann auch wieder quasi hier staken könnte, um Dividenden darauf zu verdienen, nur der Transparenz wegen. Das hier sollte das finale Update eben zum BNB Everest Stake gewesen sein. Ich werde vermutlich kein Video mehr dazu hochladen. Wenn du Fragen hast, speziell zu diesen Plattformen, lass es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Wenn es spezieller wird, gerne auch auf Twitter. Link ist unter anderem in der Videobeschreibung oder hier auf meinem Kanalbanner. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen hoch da. Und dann sehen wir uns vermutlich morgen
zum Update für Stable Fund, wo ich quasi meine ganzen Funds auf die neue Stable Fund-Webseite transferiere und dort stake, damit das auch jeder mal gesehen hat. Alles klar, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen.